Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir uns einige Kostüme freigeschaltet per DLCs und uns angeguckt. Dann sind wir hier im Labyrinth, wo auch immer. Ich sehe noch nicht mal unten, wie das heißt. Geil. Oder oben rechts ist das, glaube ich, ne? Und ja, wir gehen jetzt hier nochmal rein, weil ich habe nachgeguckt im Internet und man muss, um in Kolosseum weitermachen zu können, da gibt es noch eine Ebene, die man machen kann. Muss man erstmal hier das Labyrinth erledigen. Geil, ne? Dann habe ich auch noch nachgeguckt, was härter ist. Das hier oder die Nekropole. Und die Nekropole ist sehr viel schwieriger anscheinend. Und da soll man erst später hin. Und ja, deswegen sage ich, wir gehen jetzt einfach mal hier rein und gucken, was hier noch so ist. Meine Frage ist, jetzt habe ich noch dieses falsche Geld. Das Fake-Geld. Ich glaube nicht, ne? Ich nehme an, nicht, ne? So, gehen wir nach links hier rein und gucken, was hier uns hier so erwartet. Ich werde dazu machen, ich werde hier einfach eine Menge rausschneiden von dem, weil das, die ganzen Kämpfe hier rausschneiden drin zu lassen, ist wahrscheinlich ein bisschen nervig und ja, zieht sich so, glaube ich. Deswegen lassen wir halt mal und kümmern uns hier, weiß ich nicht, um die Schätze und also was, weiß ich nicht. Muss auch mal gucken, ob die Schätze jetzt irgendwie hier alles wert sind oder nicht. Und ja, jedes Mal, wenn irgendwas Spannendes passiert, wenn ich eine Truhe öffne oder so, dann schalte ich euch hier rein und ja, ich nehme an, ihr werdet nicht so viel verpassen, ne? Ich habe gerade diesen einen Angriff gemacht hier, diesen hier, als sie hat gemacht hat, cool. Voll gut abgetimt. Also ja, ich mache jetzt noch den Kampf hier, öffne die Truhe auf, guck, ob da was Geiles drin ist. Jetzt mal, wenn eine Cutscene kommt oder irgendwie sowas oder ein Boss, dann kann ich euch auch mal reinschneiden, aber ansonsten, ja, natürlich da meist hier rausschneiden. Also gucken wir mal, was in der Truhe ist, außer hier ist noch irgendwo ein Gegner. Nein. Gut. Zelt. Also ja, dann sehe ich euch, wenn ich was finde, irgendwas Interessantes und ja, bis gleich. So, kleiner Staatsbericht. Ich bin wieder da, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal und ja, scheint sich nicht viel geändert zu haben, ne? Müssen immer noch gegen alle Monster und so kämpfen und die Truhen aufmachen. Und ja, das Falschgeld scheint von meinem letzten Run noch da geblieben zu sein. Ich habe eins in eine Truhe gefunden und eins habe ich gerade von Jäger bekommen. Und ja, es war ja schon vorher, nehme ich an. Also ja, sieht so aus, als tun die mit jedem Run irgendwie noch drin bleiben, bis ich die irgendwie ausgebe für irgendwas, nehme ich an. Und ja, guck mal, was hier jetzt passiert, wenn ich durch eins dieser Portale gehe. Wenn ich nach oben gehe, kommt man wieder ganz raus, ne? Vielleicht passiert jetzt irgendwie was. Sieht aber nicht so aus. Also ja, wir müssen wieder hier gegen Monster kämpfen und Truhen aufmachen, so wie es ausschaut. Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht noch so eine Cutscene, aber nö. Also ja, dann sehe ich euch, bis wieder was Interessantes passiert. Also bis gleich. Okay, da ist Mr. Schlag mich tot, Barbaros oder Barbatos oder so, ne? Machen wir den mal kalt. Jetzt irgendwie so zwei Ebenen weiter als, oh Gott, da machen wir mal so, repeat, ey, das ist so verwirrend, wenn der macht. Barbaros Gedenken. Zum Glück habe ich gerade Estelle im Team. So, boah, muss ich jetzt echt hier jeden einzelnen von denen analysieren, bevor ich die erledige? Na gut, komm her. Mein Gott. Habe ich schon analysiert? So, weiter. Erstmal müssen wir alle hier untersuchen. Mal die dort gedenken.
Boah, Entschuldigung. So. Ich habe eine gute Strategie. Werdet ihr gleich sehen. Okay, alle jetzt. Dann machen wir den ja. Boom. Genau, weil ich hoffentlich alle weg mit einem Schlag oder zwei. Und natürlich müsstest du jetzt auf mich losgehen, du. So viel zu meiner Strategie, ey. Da muss natürlich zu mir hingerollt kommen, ne? Noch mal. Gehst du mal weg von mir? Dann geht die ganze Zeit auf mich los, ja. Und schon erreiche ich ihn. Das gibt's jetzt nicht. So, okay. Der dürfte jetzt eigentlich aber nicht so schwierig sein. War glaube ich nicht so schwer zu bekämpfen damals, ne? War ja nicht schon vor Jäger irgendwie ein Boss? Ja, schaffen wir, komm. Oh. Wer ist überhaupt Barbaros, nicht Barbatos oder Barbaros? Ja, wenn irgendjemand so Barbaros oder so irgendwie heißt, verwechsel ich die mal mit jeder einzelnen Variante von diesem Namen. Okay, ist gut. Alter. Komm her. Zack, zack, zack. Na, ich spiele das Zelt, damit ich ihre Waffe irgendwie hoffentlich ein bisschen hochlevel. So. Komm her. Komm her. Dann kommen wir noch nicht mal fertig. Ich habe diese Dreier-Kombo am Ende nochmal gemacht. Ja, mein Powerhammer hat den betäubt. Sehr gut. Oh. Merkwürdige Todesanimation. Natürlich, Repeat ist auch wunderschön. 48.000 Erfahrungspunkte. Ist echt gut zum Leveln. So, jetzt habe ich aber gesehen, hier waren mindestens schon zwei Truhen. Komischerweise. Und ja, sieht so aus, als würden wir hier eine ganze Menge an Bossen hier bekämpfen. Amulett. Oh, das ist cool. Das ist ein seltenes Item. Findet alle physische Beschwerden. Kann man ja mal machen. Und Mondstein. Also auch nicht so schlecht. Und schon einige coole Sachen. So. Gucken wir aber jetzt landen. Okay. Also es scheint definitiv verschiedene Wege zu geben, ne? Ich weiß nicht, wo die uns hinführen und ob das einen Unterschied macht. Aber irgendwann wird das schon bedeuten. So, ich sehe euch dann, wenn ich wieder zum nächsten Boss oder so gelandet, ne? Oder so, keine Ahnung. Also bis gleich. Okay, ich habe es erst gemerkt, nachdem ich in diesen Soldaten reingerannt bin. Aber dieser Soldat stellte sich heraus als Adekors beziehungsweise Bokkos. Und ja, die müssen wir natürlich auch noch mal einmal bekämpfen on screen. Und mir gehen langsam die magischen Augen aus. Das finde ich nicht so gut. Jetzt keinen Bock irgendwie, weiß ich nicht, den finalen Boss oder so hier zu treffen. Ich kann den oder die nicht analysieren, ne? Oder es, keine Ahnung. Das wird mich ein bisschen nerven. Deswegen werde ich jetzt mir meine Dinger mal aufsparen. Oder ich gehe noch mal raus. Nicht so, ich meine, das dauert schon so ein bisschen hier durchzurennen, aber ich habe 300 Spielstunden schon fast und ich habe schon nervigere Sachen gemacht hier im Spiel. Also wenn ich jetzt noch mal hier raus und reingehe, dann macht das für mich jetzt auch keinen sehr großen Unterschied mehr. Das ist schon mal nicht schon so Alltag für mich hier. Wenn ich hier sitze und weiß nicht, stundenlang kämpfe, um irgendwie meine
Waffenfertigkeit zu lernen oder meine Charaktere hoch zu leveln. Jetzt hier noch mal zweimal rausgehen und noch dreimal gegen die kämpfen muss oder nicht, ist jetzt für mich nicht mehr so stressig. Au. Einfach aus der explosiven Art rausgehauen. Ja, die sind übrigens ziemlich einfach, wie man gerade sehen kann, ne? So, du, ihr seid beide noch. Das sind halt diese beiden Clowns, also die werden nicht, ja, so eine große Herausforderung sein, selbst wenn die Level 200 werden oder so. Na gut, ist, die geben mir Erfahrungspunkte wieder, hoffentlich. Also um die 30.000 wäre nett. Kann man nämlich schön hochleveln. Mehr Level bedeutet mehr KP und TP. Bedeutet mehr Fertigkeitspunkte. Ja, wenn ich mit KP und TP irgendwie das Maximum erreiche, dann kann ich diese ganzen Lebensbonus und Mentalbonus endlich mal rausnehmen. Was auch so gute 30 Punkte sind, die ich dann wieder für was anderes ausgeben kann und so. Wir werden nur noch stärker. Unsere Teufelswaffen werden auch hochgelevelt nebenbei. Also ja, wir werden immer stärker, je länger wir das Spiel spielen. Wer hat gedacht, 40.000 Erfahrungspunkte, geil. Super, das ging daneben. Wir haben falsch Geld bekommen, cool. So, kann ich jetzt irgendwie hier wieder raus? Ich glaube nicht, ne? Heilmittel trank. Als ich gegen Jäger gekämpft habe, da waren ja auch so zwei, drei Dinger zur Auswahl. Ich nehme an, das ganz oberste ließ mich dann nach draußen gehen, ne? Aber ich habe jetzt irgendwie nicht so einen Unterschied gesehen zu den anderen Portalen. Also ich weiß nicht, wie ich so einen Ausgang erkennen kann. Da laufen ja normale Gegner rum. Ja, okay, dann sehe ich euch gleich. Okay, ich habe sofort gewusst, dass irgendwas Schlimmes kommt, weil ich hier ungefähr hier gestartet habe und nicht sehen konnte, wo ich hinlaufe. Und dann bin ich ganz langsam hier runtergelaufen. Auf einmal, boom, sehe ich da was ganz Dickes. Und ja, gehen wir mal da rein und kämpfen. Weil darum geht es in diesem Spiel, kämpfen. Oh. Gusius, Gedenken. Das ist ein Gigantomonster mit Gigantomonster-Musik und all sowas. Ich habe zwei Allesteile übrigens gerade den Schatz gefunden. Da fand ich nicht schlecht. So langsam würde ich echt mal einen Ausgang finden, weil mir gehen die magischen Augen aus und ich will nicht neue Gegner treffen und die nicht analysieren können. Das würde mich nämlich ganz schön aufregen. Wenn ich schon die Gegner treffe, dann muss ich sie auch analysieren, ne? Ich weiß, ob ich eine Chance habe, die nochmal zu bekämpfen. Spätestens, wenn ihr irgendwie ein finaler Boss oder so wartet. Da kann ich den oder die noch einmal bekämpfen und ja. Dann habe ich meine Chance verpasst. Da wird mich nerven. So, du bist im Dingens, also mache ich den ja. Du bist im Überlimit, also mache ich den ja. Sehr gut. Ja, vielleicht mal den hier machen. Ach man, ehrlich. Machen wir einfach. Man passt voll zu der Kleidung. Okay. Jetzt nicht so viel abgezogen, aber was soll's. Ja, schon wieder im Überlimit. Immer noch gerade im Überlimit. Ich hoffe, du gibst mir eine Menge Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir sind wieder alle kurz davor, Erfahrungspunkte zu kriegen. Level up zu bekommen, meine ich. Oh Gott, ich krieg den nicht. Okay. Oh Gott. Aber ich muss echt Rolle ausrüsten. Er wird nervig mit einigen Gegnern. Mich die ganze Zeit gegen Tier ballern und ich kann nichts machen. Ach komm her. Hier kannst du euch wieder aufstehen, ne? Wenn ich dich vernünftig treffen kann. Oh Mann. Oder ist gleich tot, sehe ich. Ich dachte, wir haben noch eine Menge vor uns, aber nee.
Zaubern. Holy Rain. Oh, der hat das gemacht, was? Was ist das? Oder auch nicht? Also der ist nicht tot. Aber sehr cool. 30.000 Erfahrungspunkte. Seltsamer Stein. Ja, Level Up, cool. Falsch galt. So. Dann suche ich hier noch irgendwie eine Truhe, wahrscheinlich. Ist ja aber nicht. Jetzt würde ich sagen, dass ich nur diesen einen Ort bisher jetzt rausgehen konnte. So, da ist eine Truhe. Alles klar, da schon wieder. Nehme ich gerne. Man weiß ja nie, wann man die brauchen kann, ne? So, hier gibt es wieder nur einen Ausgang. Ne? Ja. Gut, ich hoffe, man kann nicht irgendwie hier so im Kreis laufen oder so. Manchmal gibt es mehrere Orte, wo man hingehen kann, ne? Mehrere Portale, die man benutzen kann. Und ich hoffe, wenn man nicht irgendwie eine bestimmte Reihenfolge von Portalen, die man nimmt, dass man immer wieder im Kreis läuft, wäre ein bisschen doof. Und das ist Estelle. Okay. Ja, kann man ja mal machen, ne? Ich nehme an, das Estelle, als wir die mit Yuri bekämpfen mussten, ne? Hier kann ich nicht lang. Okay, da war nur eine Truhe, glaube ich. Gott. Schön geradlinig. Der Weg, meine ich. Ja, komm mal her. Danach kann ich leider nicht mehr gegen irgendeinen Boss hier kämpfen, weil ich keine magischen Augen mehr habe. So, Estelises Gedenken. So, jetzt am besten keinen neuen Boss mehr treffen, ne? Du bist nicht die echte, ich bin die echte. Au. Außerdem kann ich bessere Angriffe einsetzen. Ja, also wie den hier. 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, was sie sagt. Aber ich finde das voll putzig. 1, 2, ja. Sagt sie 1, 2, Yon. Der Yon ist 4, ne? Ich dachte erst, sagt sie in Englisch und dann Japanisch, aber ne. Aber die Gegner scheinen irgendwie nicht stärker zu werden, habe ich so Gefühl. Ich meine, die hocken immer noch so auf Level 60er Level oben. Sind deswegen einfacher als der finale Boss. Also die dritte Stufe von dem jedenfalls. Also ja. Ich glaube, man hätte ja schon. Ich glaube, es war nicht gedacht, dass man im ersten Spieldurchlauf direkt in die dritte Form kämpft, ne? Ich glaube, man hätte erst irgendwie die zweite Form mindestens erledigen müssen, ne? Dann hätte man irgendwie bei den Teufelswaffen sammeln müssen. Und dann hätte man noch mal gegen ihn kämpfen müssen, ne? Dann hätte man vielleicht erstmal hier hingehen sollen. Dann gegen die dritte Form, ne? Irgendwie sowas. Ja, geblieben. Das ist keine mystische Art. Okay, sie hat ja auch keine eingesetzt gegen Yuri, aber trotzdem. Ja. Oh Gott. Aber ich habe dich nur erreicht. Kannst dich von mir entkommen, falsche ist Till. Jetzt beinahe Elise sagen, hat man es gemerkt, nee, ne? Aber ich vergesse mal, dass ich diese Fähigkeiten habe. Und ich nicht mehr stolpern kann oder wie auch man das nennt, taumeln, stolpern. Ich möchte mein Smash Bros. Ja, in welchem Teil war das, wo man zufällig stolpern konnte? War dem Brawl oder war das in der Wii U Version der 3DS? Ich weiß nicht. Gott, Schrei. Ja, 30.000 Erfahrungspunkte schon wieder. Joink, Betäubungstalisman. Ja gut. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier noch mal rausgehen. Schade.
Also ich muss jetzt hier, und da haben wir noch ein Boss. Kommen wir mal mehr Bosse, okay, warum nicht? Einmal bitte hochheilen, ja, für jeden Mann und Frau. Schon wieder in Ordnung. So, dich kann ich natürlich nicht analysieren, was mich ein bisschen ankotzt. Aber okay, werde ich trotzdem bekämpfen. Dreck. Ich den jetzt einmal mit Pete, ja, dann kann ich den seine AP sehen, aber nicht auf Dauer, oder? Doch. Doch, okay. Okay, ist er jetzt dauerhaft analysiert, weil ich den mit Repeat einmal anvisiert habe. Wäre natürlich sehr cool. Ich dann die ganze Zeit magische Augen verschwendet. Ja, vielleicht mal gucken, ob ich was klauen kann von denen. Und ich habe hab ich den jetzt noch mal Dings hingepackt. Weiß ich nicht. Na gucken, im Monsterbuch, was die hinterlassen. Ist übrigens nicht so schwer. Nur so nebenbei. Na. Ja, bevor ich jetzt hier, nein, lass mich meinen Finger auf meine Stirn packen. Boom. Nein. Gib mir eine Sekunde, danke. Jetzt bin ich im Ruhmzustand, so wie Yuri. Er hat ein Schwert ausgerüstet hat. Okay. Ich soll vielleicht mal Rolle ausrüsten, ich habe schon wieder vergessen. Es dauert ein ganz schönes Weilchen, bis sie mal wieder aufstehen kann. Stelle ich fest. Ach, du hast meinen Arzt blockiert. Wollte schon sagen, warum packe ich nicht meinen Finger auf die Stirn? Gut. Das schaffen wir noch so. Ja. Hier wieder 30.000 Erfahrungspunkte. Nackerei. Ja, nur ein Weg. Kommt jetzt noch ein Boss? Kommen jetzt nur noch Bosse? So, meine Frage ist jetzt natürlich, wo der jetzt... Ne, der zählt ja nicht als Mensch, ne? Und was zählt er denn? Beast? Magisch? Anorganisch? Mensch? Also nicht, tut er als Mensch sehen. Ich muss mal kurz gucken, ja. Sieht nicht so aus, nämlich. Nee, sieht nicht so aus. Beast. Vogel, mag ich, würde oder magisch jetzt ja mal einschätzen, ne? Mein Gott, wo ist er denn? Wasser, weil wegen Schiff, ne? Anorganisch, ne, anorganisch müsste das sein. Was zum... Wie ist denn der überhaupt nochmal? Ich habe vergessen. Wow, wo ist er? Ist er oben angeordnet irgendwo? Ne. Alter. Wo ist der? Beast? Jetzt echt so blöd, um den zu finden, Robert. Vogel? Magisch? Aber nein, nee, ich glaube, da war er gerade. Da. Fluchwanderer Gedenken. Der wird sogar analysiert, wenn Repeat den einmal anvisiert. Okay, cool. Dann kann ich eigentlich weitermachen. Mal einfach jetzt durchrennen weiter.
So, dann sollte ich vielleicht mal heilen, ne? Und dann tun wir mit dir mal Rolle ausrüsten, damit ein bisschen einfacher wird hier. Wo auch immer das nochmal ist, ne? Erstmal gucken, vielleicht, ob hier jetzt überhaupt Rolle da. Nee, was? Ich habe doch. Hä? Wo ist denn das mit Dings hier? Und man in der Luft hier. Egal. Ja, ich gucke jetzt erstmal, ob hier irgendwie nur ein Gegner ist oder nicht. Das ist, oh, das ist Saphias. Das ist ja in Schutt und Asche war. So, und da war schon der nächste Boss. Was? Ich dachte, das wäre eine Bonus-Dungeon und kein Boss-Rush. Okay, also kann ich einfach nur die Gegner hier. Kann ich einfach nur einmal so anvisieren und dann weiß ich alles über die, ne? Brauche ich aber keine magischen Augen. Ich hatte ich ein bisschen früher schon gewusst, ne? Boah, die Dinger kosten ja nichts, ne? Also repeat sozusagen mein Notfall magisches Auge. Ah, Dreck. Ah, jemand hat gestochen, glaube ich. Ist das echt ein Gigantomonster? Kriege ich irgendwie voll locker flockig erledigt. Ich kann gar nicht aufstehen. Oh, ich habe gerade mein Dings eingesetzt. Ah, ich bin taumelfrei. Kannst mir nichts. Ich weiß für eine Weile. Boom. Ich setze dann nochmal ein. So. Alter, da macht Schaden. Eine kommen nach der anderen. Diese Fähigkeit, wo sie noch drei Zusatzangriffe macht, finde ich so geil. Und dann locker auf 6 Kombis. Ja, wo gehst du denn hin? Why are you running? Oh Gott, ich hab ganz schön Schaden. Oh, okay. Okay, wieder 30.000 Erfahrungspunkte. Mein Gott, jetzt voll einfach zu leveln. Ich find's gut. Cool. Da hinten meine Truhe habe ich gesehen. Also sieht aus, als müssten wir jetzt hier echt knallert durchgehen, ne? Ohne aber die Truhe wird zurückgehen können an das Gummi. Hier fehlt irgendwie niemanden was. Oh Gott. Ja, dann müssen wir uns hier wahrscheinlich so durchkämpfen bis zum Ende, nehme ich mal an. Falsch galt. Da kommt jetzt noch ein Boss. Langsam, weiß ich nicht. Das ist aber auch genug, ne? Ich glaube, wir kommen noch ein Boss, ne? Ich sehe noch keinen Gegner. Keine normalen. Oh mein Gott, jetzt kommt auch noch Clint. Noch Clint Eastwood. Jeder einzelne Boss im Spiel kommt jetzt hier einmal noch. Oh, die auch noch. So, Clint's Gedenken. Tyson's Gedenken. Ich weiß nicht, ob ich einmal so anvisieren muss. Ich mache einfach mal. Dann machen wir den hier. Also super. Oh mein Gott. Lass mich. Wow. Einfach meine Strategie jetzt zu nicht bringen, indem sie alle auf mich losgehen. So, boom. Ja, dann entscheide ich mich, dich gerade anzugreifen. Dann kommst du mit deiner mystischen Art. Herr der Hölle, dann hat Schaden gemacht, du. Oh nee, das wird nervig.
müssen auf den als erstes losgehen, ey. In seinen blöden tödliche Trefferfähigkeit, ich im Kolosseum schon nervt sprach. Ich glaube, Nan kann irgendwie Leute auch wieder beleben, ne? So, nee. Okay, ich muss mal kurz aus. Warum setzt kein Dings ein? Ich hab's doch gerade gemacht. Danke. Ich habe mein eigenes Kommando überschrieben. Okay, ich kann sehen, wie das hier ganz schön nervig sein könnte, wenn man jetzt nicht auf Level 100 ist, so wie ich. Weil ich halt den finalen Boss hier erledigen musste. Aber wenn ich jetzt hier, nachdem ich hier die zweite Stufe von Duke erledigt hätte, direkt reingegangen wäre, dann wäre es hier ganz schön nerviger gewesen. Wenn die Gegner dann so ungefähr auf meinem Level gewesen wären und ja, wäre ganz schön dämlich gewesen. Aber ich bin jetzt zum Glück ein bisschen stärker als das. Du musst gleich down sein. Komm schon. 73.000. Solange du nicht wieder diesen Mist einsetzt, deinen tödlichen Treffer an, schaffe ich das schon. Ich mache jetzt einfach den hier. So. Jetzt zaubern, was das Zeug hält. Bitte geh nicht. Oh, jetzt macht er das natürlich. Was? Was war das denn? Warum waren denn jetzt alle bitte schön tot, außer Repeat? Was war das denn jetzt schon wieder, ey, Junge? Ey, der Typ ist so unfair zu bekämpfen, ey. Ich kann einfach meine Charaktere one-shotten. Hey, wie unfair. So. Oh mein Gott, ey. Boah, gehst du mal weg von mir, ey. Der ist schon wieder am Leben. Was? Ah, Nan, du hast den wieder belebt, ne? Oh mein Gott. Hey. Junge. Drückt euch doch mal hier ein bisschen ab. Verstehe nicht, warum Rolle nicht funktioniert. Ey. Oh, jetzt kommt die auch noch in die Ecke mit dir. Ah, da wird nervig, ja. Ey. Ich verstehe nicht, warum Rolle nicht funktioniert. Ey. Nein. Ja, dann kommt es gleich weg. So. Das ist noch du, komm her. Okay. War ein nerviger Kampf, der erste nervige Kampf hier. Ah, posen. Okay, der war neu. Der Spruch am Ende, meine ich. So. Okay, jetzt ist mal genug mit dem Boston. Okay, ich hätte jetzt gerne mal so einen Freifahrtschein nach draußen. Na, ist doch bestimmt irgendwo eine Truhe. So, Leute. Ich würde jetzt gerne mal wieder kurz hier rausgehen. 86.000 galt, was? Und och.
Oh Gott. Dann gehen wir weiter. Können wir jetzt noch für Bosse kommen? Weiß ich nicht. So, ist das Alexei? Das ist Alexei, oder? Ja, super. Das wird ja ein Spaß. Okay, ich glaube, ich komme nicht mehr raus. So, jetzt kommt er wieder mit seinen Heilungen, ne? Mach mich voll fertig. So, komm her. Ich muss eigentlich nur aufhalten, dass du dich wieder heilst, ey. Wär überhaupt nicht nervig oder so, ne? Was war das gerade? Okay, ich glaube, der ist immer noch einfacher als die drei Feuern. So, auch wenn eine Bombe jetzt losgeht oder was auch immer war, macht mir nichts. So, allein Mitteltrank brauche ich. Schwächetrank hier. Ah, komm her. Du wirst gleich nicht dazu kommen, dich zu heilen. Ey. Das, dafür sorge ich. Er ist gerade versucht, glaube ich. Nur gesehen, wie der sein Schwert so genommen hat und nach unten. Nee, das war der Angriff, glaube ich. Aber er hat den Angriff auch, glaube ich, erst später immer eingesetzt, ne? Wenn er so bei der Hälfte war, ne? Okay. Also solange wir ja nicht Duke oder so begegnen, diesem blöden Land im Rind, habe ich so das Gefühl, das wird noch machbar sein hier alles. Ich meine, was könnte denn noch schlimmer sein als Duke, hä? Mal ganz ehrlich. Na, oh, nee. Warte mal, 100.000, die haben ein Ding immer geil, das gibt's nicht. Aha. Nee, 10.000, Gott sei Dank, ey. Da krieg ich noch abgezogen. Mit zwei Kombos, nee, nicht mal eine halb Kombo. Ja, ich setze immer die gleiche Kombo ein, aber egal. Das Teil habe ich jetzt nicht so einen ganzen Freiraum mit Attacken. So, oh, da ist gut abgetimt gewesen. Na, ich dachte, sein Überlimit wird ablaufen jetzt. Aber die Zeit ist da eingefroren, also hätte das nicht gegangen, ne? Sein Schwert sieht aus wie er vom Monster Hunter. Ja, das Kirin Schwert aus wie so eine Koralle aussieht. Oh, der ist schon leicht tot. Sehr gut, sehr gut. Kein Alexei mehr. Du warst gerade im Überlimit, ehrlich. Ich gehe auf Nummer sicher. Er war noch nicht mal vor einer Minute im Überlimit. Er wechselt ja schon wieder da rein. Ist doch voll gescheatet. Wir sind Cheater. Du bist ein Freak. Bin ich so geil von den Game Grumps. Du bist ein Freak, Bowser. Oh Gott, das wird hier so lange dauern hier. Quelle der Weisheit. Niemand hat ein Level up. Schade. So. Okay, eins davon hat eine andere Farbe. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher war. Ich glaube, das hier geht weiter und der blaue ist, damit wir rauskommen, oder? Bitte sag mir das. Ich habe jetzt kein Problem hier mit die ganzen Bosse nochmal zu bekämpfen, aber muss eine Menge Geld, um voranzukommen. Ah. Bedeutet das? Damit kannst du den Ort verlassen. Möchtest du was tun? Ja. Okay. Gerne. Sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte ich irgendwie weitergehen können, ne? Meinen die mit einer Menge Geld? Meinen die ja falsch Geld? Hier, 7 Stück habe ich. Also muss ich ja so oder so mehrmals reingehen, oder was? Oh, da ist etwas, das ich nur hier bekommen kann.
Das ist aber bestimmt wichtig und gut irgendwie, ne? Das hier auch. Glaube ich. Gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist denn das jetzt hier alles? Muss mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt hier so ein paar Dinge aufgenommen, aber das sind, kann ich jetzt nicht sehen. 13 Minuten dann hier. Ja gut, ich werde dann sehen. Ich nehme an, das ist genug für einen Part erstmal, ne? Und im nächsten Part gehen wir dann weiter und gucken mal, wie wir ja weiterkommen, ne? Ich nehme an, ich brauche eine Menge hiervon, um weiterzukommen, weil da stand jetzt, du brauchst eine Menge Geld, um voranzuschreiten. Also ich nehme an, ich muss mehr von den Dingern haben, ne? Würde ich jetzt mal raten. Also ja, gut, dann sage ich, wir machen weiter, wenn wir weitermachen, ne? Also entweder bis gleich oder bis zum nächsten Part. Tut so oder so irgendwie abonnieren, liken und kommentieren. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann, ja, tschüss, bis irgendwann. Und da haben wir schon wieder einen neuen Boss, beziehungsweise einen alten neuen Boss. Und ja, bin schon wieder hier reingegangen, habe, ja, weiß nicht, einige andere Wege genommen. Und ich habe so ein Gefühl, wenn andere Wege geht, dann kommen auch andere Monster, ne? Ich habe schon gegen irgendwas anderes gekämpft hier. Hier, das hier war das, ne? Aber weil ich das sah irgendwie voll klein aus, das Ding. Und ich habe gedacht, da wäre es ein normaler Gegner, aber da habe ich voll viele Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, ich gemerkt, das ist ein Boss, aber war innerhalb einer Minute erledigt, deswegen habt ihr jetzt nicht verpasst. So, hier haben wir ein Gigantomonster. Weil das da den Saure, glaube ich, immer ist, ne? Hier macht man natürlich hier live platt. Hab natürlich wieder einige Sachen hier gekauft und so, ne? Magische Augen und so, auch wenn ich nicht brauche. Ein Repeat in der Gruppe. Und ja. Schnappen wir uns den. Warte. Boom. So. Fällt die ganze Zeit um, ey. Steh mal auf, danke. Steh auf. Ey, ich hatte doch Dings aktiviert. Oh Gott. Flusch, okay. Flusch. Oh Mann, ehrlich. Ich kann ihn schon wieder nicht treffen. Der Tier hat 0 TP. Wie ist denn das passiert? Oh mein Gott, fällt die ganze Zeit um wie ein Idiot. Noch mal so, und ich bring's das, ich glaube nicht, wird überhaupt nicht getroffen dadurch. Ja, ist natürlich nervig, der kippt die ganze Zeit um. Kann ich ja gar nicht treffen so. Ich hoffe, ich werde heute mit der Dungeon fertig. Oder erreicht wenigstens irgendwie ein Checkpoint oder was weiß ich, irgendwas. Habe ich mir extra heute vorgenommen. Oh, der Hintern. Guckt euch mal den Hintern von dem Teil an. Oh, ey, bleib doch mal. Ist ja überhaupt nicht nervig oder so. Oh, jetzt haben wir den so einen Rhythmus drin, ne? Okay. Irgendwie habe ich keine Fähigkeit, mit der irgendwie Estelle so in der Luft rollen kann, auf dem Bein zu bleiben. Weiß nicht wieso. Also irgendwie nicht jeder oder funktioniert das nicht bei jedem. Ich habe schon alles Mögliche ausgerüstet und ja, der Ding ist übrigens tot. Und ja, ah, kein Level up. So, boom. Leckerei. Leckerei. Ja, guck mal, sind ja wieder verschiedene Ausgänge. Ja, okay. Gehen wir nach rechts lang, glaube ich. Und wieder ein neues Gebiet. Gut, dann schneide ich euch wieder rein, wenn ich einen Boss sehe. Bis gleich. Und noch ein Boss. Hi. Boom. Was war das Ding, das den Adepharus geforeshadowed hat? Ausbrecher gedenken. Ja. Wow, das sind viele Einsen. Null. Na komm her. Ich krieg auch Platz. Bist du irgendwas schwach? Wasser? Habe ich nicht. Warum gucke ich denn überhaupt nach? Ich
Okay, oh Mann, ehrlich, lass mich irgendwas machen, bitte. Oh mein Gott. Komm her. Oh nein, ehrlich. Der Repeat kann rollen in der Luft. Ich weiß nicht, was da für eine Fähigkeit ist, aber ich meine, ich habe bis jetzt auch schon einige Sachen hergestellt. Aber Creature Armor. Nein, nicht. Zaubern. Wie ironisch, wir sind gerade am Turm des Alephagos. Natürlich sehr symbolisch. Und irgendwie habe ich gerade gesehen in der Aufnahme, die Wolken haben sich voll verändert, weil wir da alle erschienen. Oh Gott. Oh Gott. Die ganzen Power Master gesehen. Stimmt ja, sie hat da so ein Konter. Ja, schon wieder. Und das Ding muss man irgendwie kaputt machen, glaube ich, für die geheime Mission, ne? Hab ich glaube ich geschafft. Zufällig. Bin mir nicht sicher. Bin mir bei vielen geheimen Missionen irgendwie nicht sicher, wie ich die bekommen habe. In den Trophäen, glaube ich, sogar steht, wie man die bekommt. Aber ja, Alter, Leute, passt auf, Mann. Oh, Power macht echt fast immer betäuben, kann es sein. Boom. Sehr geil. Jetzt müssen, glaube ich, alle ein Level abbekommen. Boom, 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 boom. Ich glaube, ich kriege jetzt sogar 4 Punkte pro Level ab. Ne? Ja, kann sein. Ich glaube, ich kriege jetzt immer 4 Punkte. Was nicht schlecht ist. So, ich muss jetzt mal hier wieder das ganze Gebiet hier rum erkunden, um zu gucken, wo die ganzen Schatztruhen sind. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen einzigen falsches Geld bekommen. Was ein bisschen doof ist, weil ich habe das Gefühl, ich brauche die für irgendwas. Also ganz offensichtlich brauche ich die für dieses eine Gebiet, wo steht, sie haben nicht genug Geld. Aber ja, hier ist nirgendwo was, ne? Geht's da aus? Da gibt es nur einen Ausgang, alles klar. Dann nehmen wir halt den einen Ausgang. Wo war der jetzt? Hier. Wo bringst du mich hin? Und jetzt sind wir wieder hier mit dem einen Boss hier, ne? Ja gut, den haben wir schon gesehen und so. Ja, schneide ich euch hier wieder raus, ne? Bis gleich, bis wir wieder was Neues finden.